15. März waren Schüler aus dem LG sowie die meisten Analysten in eurem Land streiken. Wir haben sie bei Altstadt begleitet. Und trotz Reden haben sich tausende Leute für eine mehr klimafreundliche Politik angesagt. Wir waren dabei und haben sie gefragt, was hier Motivation wäre. Ich will mit meiner Stimme weisen, dass wir die Jugend sind und dass wir sehen, wie schlecht unsere Umwelt geht. Und ich will einfach weisen, dass wir als Bewusstsein von den Problemen, die auf der Welt tun, dass Leute mehr aufmerksam gehen und dass wir einen Politiker sehen, wow, es sind so viele Leute hier versammelt, denen das nicht egal ist. Vielleicht soll man aber mehr darüber nur denken und aber mehr Lösungen sichern. Ich gehe da doch nur der Schule machen, dass wir als Erde retten. Und wir wollen auch noch, dass als Enkel kann auch da auf dieser Erde können leben. Und das geht nicht, dass Generationen vorhin als die durch auf Futi machen. Dass wir bis die etwas können rechnen, weil einfach, dass ihr gesagt, da sind so viele Leute. Und dass jeder gesagt, okay, es muss etwas geändert gehen, weil ich meine, wenn nicht los, wenn ich dann. Es sind halt, weil eine Änderung muss geschehen, los. Lo direkt. Und ich bin der Meinung, dass wir die Änderung sind. Dass wir diejenigen sind, die schlussendlich heute werden leben. Und dass wir diesen Lo müssen agieren. Hallo, hab's mal. Wir gehen den Klimawandel zu streiken. Ich hoffe wirklich, dass die Erwachsenen, die etwas können, man auch etwas machen. Ich hoffe wirklich, dass sie erwachen, dass sie das Terrier holen. Und ja, dass einfach etwas geschieht. Und natürlich haben wir die Jungen dann noch gefragt, was sie gegen den Klimawandel machen. Ich ernähre mich komplett auf deren Produkte zu verzichten. Ich benutze keine Plastiktüten mehr, wenn ich ankaufen gehe. Ich will nur meine Probiertüten machen, ich kompostiere, ich recycle. Also ich will definitiv Plastik reduzieren. Ich will immer jetzt von daheim machen, ich will immer den Bus hier an der Schule zum Beispiel. Also ich probiere wirklich das Mann zu Mann zu machen. Ich probiere so Zero Waste wie möglich zu sein und ich esse so viel wie möglich vegan. Und das sind wohl die Hauptsachen, die ich für den Moment mache. Natürlich haben auch die Ela-Herren und Madame gefragt, was sie davon erhalten. Das ist eine gute Sache. La Genève doit prendre ses responsabilités. Das hängt du nicht. Die sind die Generation und die muss ich bemerkbar machen. Wir sind apathisch und wir haben uns arrangiert. Aber es darf dann nicht mitzählen, ihr müsst das schon selber an die Hände holen. Ich triere, ganz konsequent. Ich gehe nicht auf die Straße, ich tue sie nochmal in eine Colasflasche oder ein Colasbex weggehauen, also ein Heidu aus einer Pubel. Man hält eine Scheibe, die Türen zu unterstützen. Es kommen Änderungen, also durch Haut geschieht mal eine Änderung an der Bevölkerung, an der Mentalität von der Bevölkerung. Weil noch nie so viele Leute nur an den letzten Jahren für die hier Problematik auf die Straße gegangen sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier keinen Impact auf Politiker hat. Und sogar wenn es keinen direkten Impact auf Politiker hat, die nur mehr Gesetze ändern. Ne? Mit das auch an den Familien daheim hat es auch einen Impact. Weil auch an den Familien daheim geht durch ihr dann mehr über solche Sachen geschwärzt.